Heinrich Mann war schon lange vor dem Amtsantritt Hitlers ein prominenter Gegner der Nationalsozialisten. Er gehörte zu den wichtigsten literarischen und politischen Stimmen der Weimarer Republik und wurde 1931 zum Präsident der Preußischen Akademie der Künste, Sektion Dichtkunst, gewählt. Vor der entscheidenden Reichstagswahl im Januar 1933 warb er für ein Aktionsbündnis von SPD und KPD gegen die NSDAP. Sofort nach dem Machtwechsel wurde er aus der Akademie der Künste ausgeschlossen. Mann emigrierte nach Frankreich. Erschreckend hellsichtig beschrieb er in seinem 1931 erschienenen Essay »Wir wählen«, was die Nazis in der Regierung anrichten würden. Den Anfang dieses Textes möchten wir hier vor seinem letzten Wohnort in Deutschland lesen. Der Text stammt aus der Essaysammlung mit dem Titel »Das öffentliche Leben«. Sie wurde im Mai 1933 zusammen mit anderen Schriften Heinrich Manns verbrannt. Wir wählen. Im Leben macht man seinen Weg auf drei Arten. Mit Arbeit, mit Beziehungen oder mit Verbrechen. Der Einzelne hat nur die Wahl und auch den Gruppen oder Parteien bleibt nichts anderes übrig, als sich zu entscheiden. Das öffentliche Leben wiederholt lauter und deutlicher, was wir auch sonst sind und was wir alle Tage tun. Der eine will arbeiten, will sein Werk aufbauen und damit werden, was die Gesellschaft ihm irgend erlaubt. Wenn er geschickt ist und Glück hat, ist es manchmal viel. Ohne Arbeit erreicht ein anderer leider mehr. Er macht es mit Beziehungen, leerem Betrieb und Redensarten. Es ist immer nur die Frage, wie lange das gut geht. Schließlich fällt es doch auf, dass er eigentlich nichts kann. Was das Verbrechen betrifft, ist es zwar eine durchaus positive Leistung, unbestreitbar verändert man damit in der Welt etwas. Man verändert es zwar meistens zum Schlechteren und geht zuletzt selbst mehr oder weniger katastrophal zugrunde. Das Verbrechen ist der Gesellschaft nicht gemäß und wird auf die Dauer von ihr immer ausgeschieden. Sprechen wir von der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Am Anfang steht der Betrug. Die Partei ist in Wirklichkeit nichts von allem, was sie zu sein vorgibt. Weder national noch sozialistisch und besonders keine Arbeiterpartei. Sie arbeitet seit ihrer Gründung mit dem Geld einiger reicher Leute und für die Interessen derselben Großkapitalisten. Dies bedingt zweitens Verrat und Ausbeutung. 150.000 arme Menschen schenken den Führern monatlich 300.000 Mark. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind die Opfer harter Wirtschaftsbedingungen und ihrer zerrütteten Gemüter. Eine besser regierte Republik könnte sie heilen. So werden sie von ihrer Partei ausgebeutet, werden verraten an ihre natürlichen Feinde und überdies noch verhöhnt. In dem albernen Gewäsch jenes Hitler wird ihnen gesagt, dass die Arbeiter nur der Gewalt zu gehorchen haben und dass eine Herrenrasse gezüchtet werden muss. Dafür geben die Bedauernswerten ihr Geld und ihren Glauben. Der frühere Handwerker verrät und verhöhnt allerdings nicht nur sie, sondern vor allem sich selbst. Was ist er denn? Ein Herr? Er spricht dermaßen Dialekt, dass in Berlin kein Mensch ihn versteht. Er lebt reich ausgehalten von denen, die ihn gegen seine eigenen Klassengenossen benutzen. Herrenrasse. Am meisten Herr war er, als er noch mit seinen Händen die Zimmer tapezierte. Da tat er, was er konnte, und das ist für jeden die wahre Ehre und Vornehmheit. Wenn diese Partei eine Partei gegen die Arbeiter und durchaus unsozial ist, auch national nennt sie sich nur unter schwerstem Missbrauch. Vor allem ist niemand national, der vorhat, sobald er es könnte, in der Nation ein großes Blutbad anzurichten. Die Nationalsozialisten selbst können gar nicht voraussehen, wie viele sie umbringen müssten, wenn sie die Macht erobert hätten und auch behalten wollten. Sie unterschätzen ihr eigenes Blutbad.
In ihren Zeitungen zählen sie immer nur einige namhaftere Personen auf, zum Beispiel Büchner, Gutzko und mich, Lebende und Tote. Es kommt ihnen nicht darauf an, wen sie an die Wand stellen. Aber im Ernstfall wird es bestimmt bei den Namhafteren nicht bleiben. Sie werden die Massen vergasen müssen, wenn das national ist. Dagegen werden sie ein für alle Male nicht den kleinsten nationalen Krieg führen. Dafür wären sie im Inneren viel zu beschäftigt. Keine auswärtige Macht, die über Vernichtungsmittel verfügt, hätte von dem Dritten Reich etwas anderes zu erwarten als die demütigste Unterwerfung. Die Neigung zum Mord, zum Verrat und Betrug muss einer Partei gleich mitgegeben sein, dann finden sich in ihr die passenden Typen zusammen. Von den Kommunisten kann nicht behauptet werden, dass bei ihnen die Verbrecher überwiegen. Denn sie sind keine Partei des Verbrechens. Sie wollen eine ehrliche, anständige und folgerichtige Sache. Es ist nur leider weder ihre noch unsere Sache, sondern in absehbarer Zeit einzig die russische. Man kann nicht Geografie und Geschichte ändern. Wir liegen zu weit westlich und zu viele westliche Lebenstatsachen sind in uns aufgegangen. Ob wir es mit Stolz oder eher resigniert sagen, so ist es. Der große und bewundernswerte russische Versuch erfasst nur unseren Intellekt, nicht unseren Kern. Und wir fühlen, dass er auf den Grundlagen unseres Daseins, wie es geworden ist, nicht gelingen könnte. Übrigens fühlen dies viele Kommunisten und mit ihnen wohl auch Moskau, zu urteilen nach seinen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn wirklich ein Bündnis, womöglich sogar ein militärisches, mit den deutschen Nationalisten erstrebt würde, dann ist es aus mit jeder Sympathie, die man den Kommunisten etwa widmete, bevor sie zu verzweifelten, uns verhassten Mitteln griffen. Wir wollen keinen Krieg und wollen nicht, dass an dem verächtlichen Rauschgift des Nationalismus noch einmal die Millionen sterben oder Bettler werden. So viel über Verbrechen in der Politik und bei den Parteien. Dann sind da, wie im täglichen Leben, jene, die es mit Beziehungen, bloßen Privatinteressen oder mit der Phrase schlechthin machen. Wozu sollen wir uns eigentlich seit diesem Wahlkampf von jedem retten lassen? Schön, ein früherer General kann es sich gar nicht anders vorstellen, als dass die Zukunft Deutschlands auf dem Heer beruht, auf 100.000 Mann. Und wenn jener berühmte Vertrag uns statt 100.000 nur 2.000 gelassen hätte oder nur 5 Stück? Es tut nichts. Auf ihnen würde für manchen unentwegt die Zukunft beruhen. Sie beruht aber zu unserem Glück auf etwas Wirksamerem. Unserer Arbeit, unserem Sinn für das Leben, auch politischer Sinn genannt. Sie beruht auf Gedanken. Die wichtigsten Gedanken, die wir verwirklichen müssen, sind Gemeinschaft und geeinigtes Europa. Beides geht nur, wenn die Hauptländer alle dasselbe Regime haben, wie sie es jetzt wirklich haben. Und übrigens darf die Dauer der Republik Deutschland endlich nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Das muss als unfair gelten, denn tatsächlich ist hinter dem Drängen nach dem Wechsel der Einrichtungen oft gar keine Überzeugung, nur einfach der Wunsch, nach vorn zu kommen. Wird der Wunsch erfüllt, nennt man es Diktatur. Es gibt keine Diktatur, die etwas anderes wäre, als die gefundene Gelegenheit, ganz vorn zu liegen. Ideen und ein Feld der Betätigung ergeben sich günstigerenfalls nachher. Erstmal vorn liegen und dazu einen Verein gründen, der dich schiebt und anschwärmt. Ein Diktator arbeitet nicht. Er hat Beziehungen.